Ihr habt ja für Emsland gewaltig was done. An verschiedenen Stehen, was auch von Tage verlichte Alphagetten nicht ist, dass das ob Jure Initiative hingegangen ist. Wat, was hat das Größte? Was hat die Autobahn? Auf was hat die Ems-Vertiefung? Vertell doch mal was. Ja, ach Gott, es gab eine ganze Reihe von Dingen, die wir umsetzen könnten, wobei unbedingt sagen, Maut, das kannst du bloß umsetzen, wenn du sicher bist, dass du Lü achter dich staut. Und das habe ich in den 20 Jahren immer mehr erfahren, mitkriegen. Die Lü haben gesagt, morgen wieder für uns, das wird dann besser bei uns in der Region. Das kannst du bloß, wenn du richtig sicher bist, die Lü bin Bidi, die Lü staut achter dich. Und das habe ich immer so erfahren. So, und wenn ich mich fragt, was das Wichtigste, ja, die spektakulärste Geschichte war sicherlich, dass wir die Autobahn so gaut und dort fertig kriegen. Wichtig war sicherlich auch, dass wir das mit der Ems-Vertiefung gebaut haben. Wenn man das mal bedenkt, es gibt keinen anderen Landkreis in Deutschland, der innerhalb von einem Planförderungsbeschluss ist für eine Bundeswasserstraße. Und wenn man dann noch genauer hinkickt, bin da 42 Kilometer und davon bin bloß 200 Meter in unserem Landkreis. Der andere bin in Ostfriesland. Die Meierwerf gafft nicht mehr. Aber was nicht so in Ohr fällt, ist unser Kreiskrankenhaus in Söhl, was in großer Not. Und ich bin ziemlich sicher, wenn ich nicht Anfang des Jahrtausends hingehauen was und hat das in der Herne von Bonifatius Hospital in Lingen gegeben, dann gafft das Krankenhaus in Söhl und im Hümmling nicht mehr. Und das brucht wie oben im Hümmling im ländlichen Raum. Da sind so Dinge, die mir immer wieder einfallen, aber da mögt dann andere überrichten. Alles im allem muss ich sagen, ich habe richtig Glück gehabt, dass ich da eine Gaudentiet für das Emsland förnestunde und dass die Lü mich so unterstützt habt und das mag mich richtig gaudtufrei. Jetzt schon.